Wir sehen alle, Aufzeichnung läuft. Und ich kann immer nur hoffen, dass bei mir diese Anzeige jetzt auch irgendwann verschwindet. So. Genau, und jetzt werde ich einfach mal. Ja, gut, einfach mal die ganze Aufgabe hier übernehmen. Und hier einfügen. Das brauchen wir nicht mehr. Das können wir alles wegwischen. Ja, es verschwindet hier irgendwie nicht. Warum auch immer. Sie sehen es ja nicht, ne? Aber ich sehe hier irgendwie so ein lästiges Overlay. Ich schiebe es jetzt einfach mal zur Seite. Okay, dann ach, machen wir das einfach so. Gut. Fügen wir das ein. Wie immer. Etwas zu groß. So müsste es reichen. Okay. Also wie gesagt, ich mache nicht alles. Ich steige jetzt hier ein bei Teilaufgabe B. Wie gehen wir da ran? Und wir hatten gestern, und ja, ich meine, es war gestern in beiden Fällen, uns angeschaut, wie die lineare Unabhängigkeit zwischen mehreren Vektoren hochoffiziell definiert ist. Und da war die relativ elegante Methode, dass man, ich schreibe das auch jetzt einfach mal so hin, dass man eine Linearkombination bildet, bestehend aus all diesen Vektoren, erstmal allgemein, und zwar so, dass letztendlich als Ergebnis der Nullvektor zustande kommt. Diese Linearkombination, die ich hier suche, soll also speziell den Nullvektor ergeben. Ich hatte auch erzählt, man nennt es dann einen geschlossenen Linienzug, weil es ja eben genau das ist. Ich kann es ja mal symbolisch kurz skizzieren. Wir sind zwar räumlich unterwegs, aber klar ist doch, wenn ich es schaffen würde, die drei Vektoren so aneinander zu hängen, dass die grafische Version der Vektorsumme ist das ja dann, sodass die Summe aller drei Vektoren mit Gewichtung, die ich mir erlaube, hier mit diesen Skalierungsfaktoren, sodass ein geschlossener Linienzug entsteht. Das wäre ja dann sozusagen als Repräsentation wäre das ja der Nullvektor. Dann kann man eigentlich schon an diesem Bildchen erkennen, dass das nur bedeuten könnte, dass all diese drei Vektoren in derselben Ebene liegen. Also das muss ja nicht unbedingt die Zeichnungsebene sein, aber es müsste eine Ebene geben, in der all diese drei Vektoren liegen, sonst könnte man keinen geschlossenen Linienzug erzeugen. Und genau das Gegenteil wollen wir hier nachweisen. Wir wollen nämlich nachweisen, dass diese drei Vektoren ein echtes räumliches Dreibein bilden. Und um das nachzuweisen, müssen wir im Endeffekt, ich schreibe das jetzt auch mal in Blau hier hin, oder machen wir es vielleicht anders, das wäre quasi, das hier mache ich jetzt mal in Rot. Rot heißt immer, das wollen wir eigentlich nicht haben, sondern was wir haben wollen, ist hier, jetzt mal in Grün, zu zeigen, dass nämlich sämtliche, in dem Fall alle drei Gewichtungsfaktoren C1, C2 und C3 gleich Null sein müssen. Und dass nur dann, nur auf diese Weise, diese Gleichung zu lösen ist. Das heißt, in Klammern, das ist quasi die triviale Lösung, die darin besteht, dass man eigentlich gar nichts tut, dass man also praktisch, während man diesen Linienzug bildet, auf der Stelle, bleibt, da wo man startet, bleibt man stehen. Und das ist gewissermaßen die Notlösung. Aber es ist auch gleichzeitig die Lösung, die immer existiert. Deswegen müssen wir sie natürlich auch erlauben. Das ist die triviale. Jetzt schreibe ich jetzt vielleicht lieber in einer anderen Farbe. Triviale Lösung dieses Problems oder dieses Ansatzes. Ja, fangen wir einfach an, legen los und schauen, was passiert. Wenn ich das jetzt ausführlich hinschreibe,
Dann habe ich C1, das ist ja, meine drei Unbekannten sind C1, 2, 3. Und jetzt schreibe ich die drei gegebenen Vektoren ausdrücklich hin, bilde damit also eine Vektorgleichung. In Spaltenschreibweise natürlich, das haben wir uns ja schon angewöhnt, auch in der Matrizenrechnung. Das ist also C1 mal Vektor A1. Dann kommt plus C2 mal der zweite mögliche Basisvektor. Übrigens, der Begriff der Basis ist vielleicht auch etwas kurz gekommen. Oh, da muss ich ganz kurz ins Skript zurückgehen. Denn das hatte ich gestern nur ganz kurz erwähnt. Das ist dann etwa hier. Es müsste da sein, Moment. Ah ne, ganz weit vorne. Haben wir gleich. Genau. Hier. Denn im Anschluss an die Eigenschaft lineare Unabhängigkeit steht im Skript dann etwas weiter unten, dass eine zusätzliche Bedingung gilt, damit eine Basis gefunden wurde. Ich habe mich hier gerade verhakt in meinem Kabel, ja. Die ausgewählten Vektoren A1 bis, hier heißt es A1 bis AK, sind dann eine Basis des Vektorraums, wenn sie erstens linear unabhängig sind untereinander und zusätzlich aber noch die Anzahl n besitzen, die der Dimension des Vektorraums entspricht. Ich hatte es kurz erwähnt gestern, aber ich wollte es jetzt hier nochmal dazu sagen. Und die zweite Bedingung, nämlich dass wir drei Vektoren haben, nicht weniger und nicht mehr als drei, die ist ja eigentlich schon erfüllt, also könnten wir das hier eigentlich schon abhaken. Da könnten wir sagen, okay, es sind drei Stück, also brauchen wir jetzt eigentlich nur noch nachweisen die lineare Unabhängigkeit. Jetzt geht es also weiter mit Vektor 2 ist 2, 1, 0. Moment. Hier, 2, 1, 0. Drittens noch plus C3 und der dritte Vektor lautet 0, 1, 2. Jetzt werden wir feststellen, also das Ganze soll ja gleich dem Nullvektor sein und der wird natürlich jetzt dreidimensional angegeben mit den Komponenten 0, 0, 0. So schaut ja der Nullvektor in 3D natürlich aus. Wie kriege ich denn dieses Bild hier weg? Ich weiß es nicht. Na egal. Jetzt habe ich es. Okay. Gut. Ich rede immer von Sachen, die Sie wahrscheinlich selber gar nicht sehen. Bei mir sind irgendwelche Einblendungen drin. Und jetzt sehen wir hier eine wunderschöne Vektorgleichung und können uns schon, glaube ich, aus der Schule erinnern. Stichwort analytische Geometrie. Immer wenn so eine Vektorgleichung dasteht, dann ist es sehr schön möglich, sie zeilenweise auszulesen. Also in drei Zeilen zu zerlegen. Und man erkennt eigentlich jetzt schon die Form eines sogar homogenen linearen Gleichungssystems. Und weil Sie es vielleicht nicht so gewohnt sind mit der Vektor- bzw. Matrix-Schreibweise, schreibe ich es jetzt auch nochmal explizit hin. Wenn ich die erste Zeile auslese, dann steht da ja C1 mal 1 plus C2 mal 2 und so weiter ist gleich 0 und dann kriege ich meine drei Zeilen. Ich schreibe das jetzt in gewohnter Form etwas verschönert hin. Da würde dann stehen C1 plus 2 mal C2, Sie sehen, C2 mal 2, erste Zeile, dann plus kein C3, das kann ich also gleich weglassen, soll gleich 0 sein. Das wäre praktisch die erste Gleichung. Die zweite Zeile ausgelesen besagt dann 2 mal C1, hier C1 mal 2, plus C2 mal 1 ist dann plus 1 mal C2 und dann aber auch noch plus C3 mal 1, also noch plus C3. Das soll ebenfalls gleich 0 sein. Und das ist die zweite Gleichung. Und drittens, dritte Zeile ausgelesen, entsprechend, dann bekomme ich noch C1 plus, ja, da kommt jetzt kein C2, wie Sie sehen, C2 mal 0 fällt hier also raus. Aber dann steht hinten noch C3 mal 2, also plus C plus 2 mal C3, auch gleich 0. Und wie man sieht, dritte Gleichung, wie man sieht, ist das ein wunderbares, homogenes, lineares Gleichungssystem. Ich schreibe immer, versuche immer die Fachbegriffe hier in Farbe zu schreiben. Homogen, nochmal zur Erklärung, immer dann, wenn sämtliche rechten Seiten von allen Gleichungen gleich 0 sind. Dann nennt man das Gleichungssystem homogen. Homogene Gleichungssysteme haben die Besonderheit, dass sie immer die triviale Lösung besitzen.
Das heißt, diese Lösung, die wir jetzt da oben eigentlich auch hervorbringen wollen, die gilt jetzt schon von vornherein automatisch immer. Deswegen wäre genauer gesagt, nicht nur zu zeigen, dass diese Lösung existiert, sondern es wäre zu zeigen, dass das die einzige Lösung ist. Dass es keine weitere Lösung gibt. Mit anderen Worten, dass dieses Gleichungssystem eindeutig lösbar ist. Und jetzt sind wir dann eigentlich schon fast am Ziel. Ich müsste das einfach hier noch irgendwie anmerken. Das schreibe ich vielleicht einfach so dazu. Als einzige Lösung. Ausrufezeichen, ja? Jetzt habe ich nur Ihnen zuliebe oder uns allen zuliebe, habe ich diese Gleichungen nochmal explizit einzeln hingeschrieben, damit auch wirklich alle erkennen, die noch nicht so sehr die Matrix-Schreibweise gewöhnt sind. Es ist ein ganz normales Gleichungssystem. Im nächsten Schritt werde ich aber sofort übergehen zu unserer neu eingeführten Matrix-Schreibweise, weil die erstens viel kompakter und zweitens auch viel, wie soll man sagen, einsichtiger ist, um den Zusammenhang dann auch zur Matrizenrechnung zu erkennen. Und was ich jetzt tue, ist, ich blende also sämtliche Unbekannten aus und schreibe mir nur die Koeffizienten der linken Seite von allen Gleichungen als Matrix hin. Ja, das heißt, schreiben wir es ruhig dazu, in Matrixform, Doppelpunkt. Ich lese einfach, was da steht. Ich hätte, nachher werden Sie sehen, was ich im Endeffekt tue, ist nichts anderes als die drei Vektoren A1, A2 und A3 als Spaltenvektoren einfach nebeneinander zu stellen. Und schon habe ich eine 3x3 Matrix und das ist genau die Koeffizientenmatrix von diesem gleichen System. Schauen Sie hier, die Vorfaktoren bei C1 sind einfach 1, 2, 1. Das ist der Vektor A1. Bei C2 sind es die Faktoren 2, 1, 0 und bei C3 eben 0, 1, 2. Also ist es nichts anderes als zu schreiben, jetzt gehe ich mal zeilenweise vor, 1, 2, 0, 2, 1, 1 und 1, 0, 2. Wenn ich mich hier nicht verhauen habe, das müsste die Koeffizientenmatrix sein von diesem Gleichungssystem und Sie kontrollieren es nochmal und sehen, dass wir tatsächlich die drei Vektoren A1, A2 und A3 hier spaltenweise nebeneinander gestellt haben. Das ist schon die Koeffizientenmatrix dieses Problems als Gleichungssystem und das Ganze kommt jetzt in unserer erweiterten Notation so hin und daneben kommt ein senkrechter Strich, der steht ja immer symbolisch für die Gleichheitszeichen. Kann ja immer nicht so schön gerade Striche zeichnen. Und dann schreibe ich da rechts diesen Zahlenvektor B hin, der aber ja in dem Fall nur aus Nullen besteht. Es ist ja ein homogenes Gleichungssystem. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dieses Gleichungssystem zu lösen. Und jetzt können wir uns schön zunutze machen. Ich schaue nicht so genau in den Chat. Deswegen nur, wenn mir mal was auffällt, hat sich erledigt, hört sich immer gut an. Nö, er hat gesagt, homogen ist es, wenn rechts immer 0 ist. Genau so ist es. Und zwar müssen alle Gleichungen die 0 tragen. Ne? Also nehmen wir mal an, hier würde jetzt eine 5 stehen. Dann helfen diese zwei Nullen auch nichts. In dem Moment ist das Gleichungssystem inhomogen. Die Homogenität setzt also voraus, dass alle rechten Seiten 0 sind. Und die hat ihren Sinn. Die Homogenität hat damit zu tun, dass, dass zum Beispiel da müsste ich weiter ausholen, um das genau zu erklären. Also der Überlagerungssatz spielt dabei eine Rolle. Lassen wir es einfach so stehen. Ist jetzt für uns im Moment nicht so zentral wichtig. Jetzt kurz innehalten. Und ich frage jetzt an alle, Sie können auch gerne spontan antworten. Ist es eigentlich sinnvoll, dieses Gleichungssystem jetzt mühsam durch Umformung, sprich Gauss-Elimination oder Gauss-Jordan-Elimination, die haben Sie sich hoffentlich auch selbst beigebracht und Sie haben das Tutorial gesehen für Aufgabe 161. Ist es sinnvoll, dieses Gleichungssystem mühsam zu lösen? Nö. Genau, gute Antwort, war ja schon irgendwie, irgendwie zu ahnen. Und warum? Warum können wir uns diesen Weg sparen? Man kann es da über die Determinante berechnen, oder? Ja, ich bin beeindruckt. Genau das wollte ich hören.
Also Johannes. wenn die ungleich 0 ist, dann wäre es ja linear unabhängig, also eine Basis. Großartig, wenn Sie so weitermachen, dann gibt es gleich ein Testat. Ja. Das könnte man überhaupt mal so einführen, dass man bei aus meiner Sicht wirklich hervorragenden mündlichen Beiträgen sich ein Testat erwerben kann. Oh, gleich läuft der Audiokanal über. Das müssen wir eh noch rausfinden, wie wir das schaffen mit unseren Testaten. Okay? Also vielen Dank für den Beitrag. Also es stimmt, es reicht genau wie gesagt eben. Und jetzt haben wir allerdings heute und auch gestern noch nicht so wirklich geklärt, wie man die Determinante bei einer 3x3-Matrix berechnet. Einige wissen es schon, manche auch aus der Schule und natürlich aus dem Selbstlernanteil. Es gibt die schöne Regel von Sarrus und die sollte man, glaube ich, jetzt auch einfach mal anwenden. Ne? Also ich mache es jetzt eigentlich mal so, ich schreibe hier hin, was wir hier sehen, das ist eigentlich die Koeffizientenmatrix A, senkrechter Strich, Spaltenvektor B. So ist dann immer die Kurzschreibweise. Übrigens vielleicht für alle nochmal, Doppelpunkt hier. Es handelt sich jetzt um ein Gleichungssystem in der Form Matrix A mal Vektor X. Gestern haben wir gelernt, wie man eine Matrix auf einen Spaltenvektor multipliziert. Und dieses ist jetzt einfach der Vektor der Unbekannten. Was ich übrigens cool finde, ist, dass mein Mini-Cursor hier von meinem Tablet hier auf Ihrem Screen und auch auf der Aufzeichnung sehr viel deutlicher und größer angezeigt wird. Da haben sich die Leute echt was dabei gedacht. Oder es ist irgendwie ein Bug, aber ich finde es ganz cool. Und ist gleich in diesem Fall natürlich der Nullvektor. Das ist also die Kompaktschreibweise eines homogenen Gleichungssystems, in der jetzt sämtliche Gleichungen simultan drinstecken. Ich hoffe, ich kann Sie da mitnehmen, wenn Sie es nochmal überprüfen. Sie müssten jetzt die erste Zeile von der Matrix A mit der ersten Spalte von dem Spaltenvektor multiplizieren, um A mal X auszuführen. Und was Sie dann tun, das ist ja im Grunde einfach der Vektor, ja, also explizit ist es ja der Vektor X1, X2, X3. Und dann würden Sie quasi die Unbekannten wieder einblenden mit dieser Maßnahme. Sie würden dann schreiben, 1 mal x1 plus 2 mal x2 plus 0 mal x3 und Sie würden quasi die erste Gleichung des Gleichungssystems reproduzieren. Und auf der rechten Seite würden Sie schreiben, ist gleich 0. Das heißt, das ist einfach eine Kompaktschreibweise des Gleichungssystems. Super. Und jetzt müssen wir einfach nur fragen, ich mache es jetzt mal so, Pfeil, wie lautet die Determinante der Matrix, so mache ich es, ich will ja lieber diese Schreibweise benutzen, dieser Matrix A. Es geht nur um die eigentliche Koeffizientenmatrix. Sprich, die Eindeutigkeit der Lösung, ja, also ob eine eindeutige Lösung existiert, das entscheidet sich allein auf der linken Seite des Gleichungssystems. Die Zahlen auf der rechten Seite spielen dafür keine Rolle. Aber wenn es laut linke Seite eine eindeutige Lösung gibt, dann wissen wir sofort, dass das die triviale Lösung sein muss, weil es hier ein homogenes Gleichungssystem ist. Und die Determinante von A, schreibe ich jetzt mal so, ist gleich Fragezeichen. Die zu berechnen und zu zeigen, dass sie ungleich Null ist, reicht tatsächlich aus. Und damit haben wir gezeigt, dass es sich hier um ein räumliches Dreibein handelt. Und damit im Endeffekt um eine gültige Basis des Vektorraums. So, ich werde mal auf meine Art die Regel von Sarrus vorführen. Und zwar, ich mache es jetzt einfach so, Determinante A. Man muss da gar keine Klammern unbedingt setzen. Ich lasse das auch, unnötige Sachen lassen wir einfach weg. Gut, jetzt ignorieren Sie mal das mit dem 0, 0, 0. Das spielt jetzt hier keine Rolle. 1, 2, 1, 2, 1, 0 ist und 0, 1, 2, das ist unsere Matrix. Und jetzt gibt es ja das, also da gehe ich mal auf eine Farbe hier orange. Und jeder kennt da so seine eigene Spezialregel vielleicht. Ich gehe jetzt auf die Methode, dass man die erste und die zweite Spalte einfach hier nochmal wiederholt. Quasi wird die Matrix zyklisch fortgesetzt. Und es hat den Sinn und Zweck, dass man, nochmal zur Erinnerung, das, was man bei einer 2x2-Matrix macht, sowas mit hier, mal kurz, hier, wenn man sowas hat, 1, 2, 3, 4, die Sache mit den Diagonalprodukten.
Hauptdiagonale positiv und Nebendiagonale zählt negativ. Diese Geschichte hier, die wird jetzt bei 3x3 Matrizen quasi erweitert. Und das Schöne ist, dass man sich das jetzt relativ leicht merken kann. Auch hier gilt, dass das Produkt der Hauptdiagonalen, da muss ich jetzt so ein bisschen, warte mal, ich habe es nicht so schön gezeichnet, schiebe es mal so ein klein bisschen zusammen. So, dann markiere ich das einfach mal so gestrichelt. Das soll also andeuten, dass ich hier das Produkt bilde und dass das positiv zählt. Eben, jetzt gehe ich parallel nach rechts. Also das heißt, ich bilde jetzt tatsächlich insgesamt drei solche derartigen Diagonalprodukte. Das ist alles so ein bisschen schief hier bei mir. Und gehe nochmal parallel eins nach rechts. Und all diese drei Produkte zählen jetzt positiv. Ich hoffe, ich verrutsche hier nicht. Dann geht es analog zu hier weiter mit Hauptgegendiagonale quasi oder Hauptnebendiagonale, deren Produkt dann negativ zählt. Auch hier werde ich parallel nach rechts verschieben. Das nächste Diagonalprodukt in dieser Richtung zählt auch negativ und das dritte dann abermals. Moment. Und dann haben wir es. Das sind alle drei Beiträge, die wir letztendlich hier brauchen. Also im Endeffekt sind es sechs. Also es ist schon einiges zu tun. Das machen wir jetzt einigermaßen zügig und schreiben. Ich mache es jetzt mal so, damit es noch einigermaßen konsistent ist. Das muss jetzt nicht ganz mathematisch sauber sein. Diese Grafik repräsentiert jetzt quasi die Determinante von A. Und deswegen darf ich mir erlauben, jetzt zu schreiben, ist gleich. Auch wenn das keine echte Gleichung ist. Und es geht los mit 1 mal 1 mal 2. Das abgekürzt schreibe ich einfach das Ergebnis hin. 2 zählt positiv. Weiter, vielleicht damit es besser nachvollziehbar ist, mache ich das sogar in grün. 2. Dann plus nächstes derartiges Produkt ist dann 2 mal 1 mal 1, ist aber nochmal eine 2. Dann kommt als nächstes die 0 mal 2 mal 0. Da habe ich sogar zwei Nullfaktoren drin. Das ist also demnach ganz klar 0. Und jetzt kommen nur noch die Minusbeiträge. Ich schreibe mal gleich vorsichtshalber ein Minus hin. Und abzuziehen ist dieses Produkt 0 mal 1 mal 1. Das ist aber definitiv 0. Und hinzu noch kommt wieder mit Minus. Die letzte ist doch falsch, oder? Ja, kann sein. Ist gut, wenn Sie aufpassen. 0 mal 2 mal 0. Ich wollte ja keine, ich habe ja 0 gesagt, aber eine 2 hingeschrieben, gell? Ja. Danke. Sehr gut. Immer aufpassen. Gut. Dankeschön. Und hier habe ich aber im nächsten Fall dann schon wieder einen Faktor 0 dabei. Hier war einer, gell? Und da ist nochmal einer. Das heißt, ich habe tatsächlich wieder einen Nullbeitrag als nächstes. Und dann zum Schluss noch, da kommt nochmal was, ne? Das ist dann hier die 2 mal 2 mal 2, die tatsächlich mit 8 nochmal zu Buche schlägt. Negativ. Und das wäre dann nochmal minus 8. Das Dumme ist jetzt bei der Sache, ehrlich gesagt, wenn man jetzt, so wie ich gerade, Leichtsinnsfehler macht, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass man eine Nicht-Null rausbekommt, obwohl es in Wirklichkeit eine Null wäre, ne? Also mit anderen Worten, wir wollen jetzt nachweisen, dass es keine Null ist. Und wenn wir nur einen kleinen Rechenfehler machen, dann kriegen wir unsere Nicht-Null, aber nur, weil wir uns verrechnet haben. Also das heißt, man muss echt aufpassen. Also wenn man hier nicht sorgfältig rechnet, dann kriegt man das, was man möchte und am Ende stimmt es gar nicht. Ne? Also blöd. Jedenfalls, hier steht 2 plus 2 ist 4, minus 8 ist, ich komme auf minus 4. Kann das jemand bestätigen? Ja. Okay. Also minus 4 und weil die minus 4 jetzt ungleich 0 ist, das reicht schon aus, weil die ungleich 0 ist, ich mache es jetzt mal so, egal welche Farbe, dann ist schon tatsächlich bewiesen, dass die Vektoren A1, A2, Entschuldigung, oder machen wir es nicht mal, machen wir es mal direkter, dass das LGS eindeutig lösbar ist. Das ist eigentlich die direkte Konsequenz. Und daraus wiederum folgt, dass die triviale Lösung, die ja sowieso gilt,
die einzige Lösung ist. Und damit haben wir genau das gezeigt, was wir oben zeigen wollten, nämlich, dass laut Definition linearer Unabhängigkeit A1, A2, A3, schreiben wir es so hin, die Basis, die schreibt man gerne in eckigen Klammern, gemeint ist ja damit quasi die Menge aller Linearkombinationen, gleichzeitig auch, die man mit diesen drei Vektoren bilden kann. Aber ebenso nimmt man diese Symbolik auch, um die Basis als solche auszuweisen. Und dann bilden, schreibe ich jetzt einfach mal gültige, Moment, rutscht manchmal, bilden gültige Basis in R3, also von diesem Vektorraum. In Klammern da, vielleicht noch als Zusatz, da n gleich 3, weil es sind drei Stück, es sind drei Vektoren und genauso viele braucht man für eine Basis. Das war jetzt eigentlich mal nur so der Einstieg zu dem Thema. Und wir haben sehr schön gesehen, dass wie jetzt die Determinante zusammenspielt mit der Frage, ob eine Basis in einem Vektorraum gültig ist. Und jetzt wird es immer interessanter, denke ich, denn jetzt springen wir mal zu D und fragen, welche Koordinaten ein Vektor B bezüglich dieser Basis hat. Und stoßen dann hoffentlich auf ein allgemeines Prinzip. Das ist gar nicht so auf Anhieb einfach. Da muss ich auch noch mal kurz ins Skript gehen, damit alle klar sehen, was sind denn eigentlich Koordinaten? Also alle haben eine Vorstellung davon, aber wie ist das denn offiziell definiert? Und das steht genau hier. Hier steht im Anschluss an die Basis, dass die, jetzt absichtlich sind die mal mit x bezeichnet, anstelle von c, obwohl es eigentlich dasselbe ist, aber so sind wir es ja gewohnt, dass man die Koordinatenwerte mit x durchnummeriert hier angibt. Und diese x1 bis xk, diese Zahlenwerte eines Vektors b, sind genau die Gewichtungsfaktoren in der Linearkombination, ja, die man hernimmt, um den Vektor b aus den Vektoren a zu konstruieren. Das heißt, wenn ich mich für die Basis a entscheide, dann sind die Gewichtungsfaktoren, die ich brauche, um als Linearkombination meinen Vektor B zu erzeugen, sind genau die sogenannten Koordinaten des Vektors B. Wenn Sie bisher dachten, wieso Koordinaten, das ist doch was total Simples, das sind einfach die Zahlen, die man hinschreibt, wenn man einen Vektor angibt. Ja, das stimmt, aber da sind Sie einfach darauf beschränkt, dass Sie sind es gewohnt, dass man immer diese natürliche Basis verwendet. Das ist die übliche Basis in R3, die natürlich einfach aus den drei Einheitsvektoren in Richtung der Koordinatenachsen besteht. Und wenn man die benutzt, dann wäre jetzt zum Beispiel für den Vektor, nehmen wir mal einfach ein Beispiel, ich gehe zurück in meine Notiz, wenn ich jetzt hätte den Vektor b und den einfach angebe in der Form 2, 3, 4, dann würde man ohne nachzudenken sofort wissen, dass der Vektor Länge 2, also praktisch Komponente 2 in Richtung der x1-Achse hat, Komponente 3 in Richtung x2-Achse, Komponente 4 in Richtung x3-Achse. Aber das und fertig. Ne? Aber das gilt eben nur, wenn man dabei die Basis verwendet, die aus den Einheitsvektoren entlang der Koordinatenachsen besteht. Und was wir jetzt machen, das ist so ein bisschen so Brain Drain, ist eben, wir verwenden eine völlig andere Basis. Wir verwenden diese drei A-Vektoren, die quasi selber stillschweigend deren Koordinaten auf Basis der natürlichen Basis angegeben sind. Also das, so kompliziert das gerade klingt, das ist tatsächlich ein Henne-Ei-Problem. Man kann nämlich eine neue Basis nur dadurch angeben, dass man deren Vektoren in Koordinatenform angibt, also deren Koordinaten beziffert und die wiederum setzen voraus, dass man bereits vorher eine andere Basis hatte. Und das ist also im Grunde genommen ein unendlicher Regress. Irgendwo muss man anfangen. Da kann man leicht einen Knoten ins Hirn bekommen. Aber wir wollen es jetzt einfach mal so nehmen, wie es ist. Das war nur zur Erläuterung. Koordinaten sind an sich was Einfaches. Aber bei jeder neuen Basis muss ich die Koordinaten quasi neu berechnen. Und jetzt gehe ich zurück genau auf das, was hier im Skript stand. Nämlich, dass man genau nach dieser Vorschrift die Koordinaten einer gegebenen Basis zu berechnen hat. Hier ist es. So wie es da steht.
in Form eines einer Linearkombination gebildet mit A1, A2 und A3. Jetzt ist natürlich die Aufgabe so gestellt, dass man gar nicht weiß, um welchen B-Vektor es sich handelt. Da steht ja ganz allgemein Vektor B, aber das nehmen wir jetzt einfach mal so, wie es ist und wollen einen allgemeinen Ausdruck dafür finden. Und der Ausdruck ist jetzt natürlich der, dass der Vektor B halt irgendein Vielfaches, und das nenne ich jetzt bewusst auch mal x1, oder eigentlich könnte es ja so überlegen, ich könnte es auch einfach b1 nennen, also ich nehme jetzt mal x, ja, also x1 mal Vektor a1, Basisvektor a1 ist, plus und dann so weiter. X im Sinne von Unbekannte, ja. Und so gebe ich das an. Das, wie gesagt, das ist einfach wirklich ein Hirntraining zum Umgang mit Vektoren, Umrechnung zwischen Basen. Und jetzt bin ich eigentlich wieder an einer ähnlichen Stelle wie vorhin und stelle fest, das ist jetzt nämlich die Frage, ich kann es auch durchaus nochmal ausdrücklich hinschreiben, x1 mal Vektor, jetzt schreibe ich die einfach nochmal hin. Das ist aber tatsächlich schon wieder im Endeffekt diese Matrix hier. 1, 2, 1, 2, 1, 0, 0, 1, 2. Hier 1, 2, 1 plus x2 mal 1, 2, 0 plus x3 mal, das ein bisschen rüberziehen, dann Vektor 0, 1, 2 und stelle also fest, es war 2, 1, 0. Ehrlich? Der mittlere. Oh ja, 2, 1, 0, 0, 1, 2. Sorry, danke. Ja, so, wie geht's? Ja. Ich habe mal noch eine Frage. Und ja, zwar zu der Beno. Kann man jetzt eigentlich jede Matrix mit der Determinante lösen? Weil da gibt es doch nur diesen laplacischen Entwicklungssatz, oder? Da kann man ja 4 mal 4 Matrix natürlich lösen. Oder? Ja, klar, selbstverständlich. Ich habe jetzt quasi, weil es halt nur mal eine 3 mal 3 Matrix ist, habe ich die Regel von Sarrus benutzt. Die ist angenehm einfach. Und Sie haben völlig recht. Also für Matrizen von 4 mal 4 und größer geht eigentlich nur noch dieser laplacische Entwicklungssatz, den Sie offensichtlich kennen, gell? Das ist schon mal schön zu wissen, weil ich habe den auch im Skript ja drinstehen. Dort steht es unter der Bezeichnung entwickeln nach der ersten Zeile. Man kann aber genauso gut nach einer anderen Zeile oder nach einer beliebigen Spalte entwickeln. Das ist halt auch leider nicht bisher jetzt behandelt worden, aber ich sage ganz ehrlich gesagt, man hat halt in der Anwendung meistens doch nur mit 3x3 Matrizen zu tun. Okay, aber gut, dass Sie es gesagt haben. Ja, ganz klar. Also hier geht es nur um die Sache, ist die Determinante ungleich 0, ja oder nein? Und um das zu zeigen, muss ich natürlich die Determinante nach der entsprechenden Regel berechnen. Genau. Aber das geht quasi nur, wenn es ein homogenes Lösungssystem ist. Das Ganze, was wir hier machen, basiert darauf, dass es hier ein homogenes Gleichungssystem ist. Okay. Aber nicht, dass Sie es falsch verstehen. Wenn es nur darum ginge, zu zeigen, dass dieses lineare Gleichungssystem eindeutig lösbar ist, dann würde es genauso funktionieren. Dann würde man auch die Determinante nehmen und gleiches Prinzip, wenn sie ungleich 0 ist, ist das Gleichungssystem eindeutig lösbar. Ja. Also nehmen wir es mal an, auch wenn hier die Zahlen stehen würden, 5, fantasiemäßig 5, minus 2 und 3. Auch dieses Gleichungssystem ist dann eindeutig lösbar. Okay? Es hat nur dann nicht die triviale Lösung. Die triviale Lösung, das ist immer die Lösung, bei der alle Unbekannten gleich 0 sind. Ne? Ja. Und die gilt tatsächlich nur in einem homogenen Gleichungssystem. Okay, also Sie haben es, glaube ich, richtig verstanden. Ja. Determinante ist ein sehr universelles Werkzeug, um die eindeutige Lösbarkeit nachzuweisen. Gut. Okay. Danke. Ja. Und jetzt muss ich selber gerade mal kurz überlegen, ob wir es uns jetzt unnötig schwer machen. Was sind denn eigentlich jetzt die Unbekannten? Das ist schwer zu sagen, weil der Vektor B, der hat ja, wir können es eigentlich auch so machen, das wäre jetzt, glaube ich, sogar schlauer. Wir schreiben das mal so hin. Der Vektor B hat ja seine drei
Koordinaten B1. Das ist nämlich jetzt gerade der Clou bei der Sache. Man muss, glaube ich, verstehen, dass in der Aufgabe der Vektor B, der müsste ja diese drei Zahlen, B1, B2, B3, die muss man so interpretieren, dass sie in der natürlichen Basis angegeben sind, ne? Also quasi bezüglich der Koordinatenachsen. Und die sollen ja quasi umgerechnet werden auf die Basis A. Und tatsächlich heißt es, ich würde hier irgendwelche Zahlenwerte, die werden vorgegeben, B1, B2, B3. Und tatsächlich wäre das jetzt wieder ein Gleichungssystem, analog zu vorhin. Vorhin waren die C1, 2, 3 die Unbekannten, jetzt sind es die X1, 2, 3, aber es ist ein und dasselbe Gleichungssystem, es ist auch ein und dasselbe Matrix. Der Unterschied ist, dass es jetzt nicht mehr homogen ist, weil wir ja nicht den Nullvektor erzeugen wollen, sondern jetzt wollen wir irgendeinen anderen Vektor, B1, 2, 3, erzeugen. Im Grunde ist das jetzt der wesentliche Unterschied. Und das Interessante ist, dass wir jetzt nämlich doch genötigt sind, dieses Gleichungssystem eigentlich zu lösen, wenn ich das richtig sehe. Und zwar abhängig tatsächlich von den, es ist ja das Dumme an der Sache, dass die Koordinatenzahlen B1, 2, 3 ja nicht mal angegeben sind. Ich glaube, das kommt dann erst bei Teilaufgabe E. Warten Sie, nee, das ist eigentlich nur, dass die natürliche Basis eigentlich gültig ist. Ist dann relativ trivial. Dann haben wir noch zwei Vektoren C1 und C2. Ja, das ist fast ein bisschen, weiß ich nicht, mühsam einfach. Und die G würde dann noch einen weiteren dritten Vektor hinzunehmen. Und dann soll man wieder zeigen, dass zwei davon oder alle drei miteinander linear abhängig sind. Vermutlich, weil sie alle in einer Ebene liegen. Naja, ich hätte jetzt eher erwartet, dass wir noch ein Beispiel haben für einen Vektor B. Hatte ich so in Erinnerung. Egal. Gut, also es heißt jetzt natürlich konkret, wir können eigentlich in Kurzfassung das jetzt nochmal in Matrix-Vektorform schreiben. Und wenn ich das richtig sehe, führt uns das auf ein Gleichungssystem wiederum mit derselben Matrix von vorhin. 1, 2, 1, jetzt spaltenweise, 2, 1, 0, 0, 1, 2. Und dann würde aber auf der rechten Seite eben stehen B1, B2, B3. Und jetzt würde man also nicht mehr dran vorbeikommen, das mit dem, ja, am besten mit Gauss-Jordan-Elimination vollständig zu lösen. Und das wollen wir uns jetzt einfach mal antun, indem wir die Platzhalter B1, 2, 3 auch tatsächlich mitführen bei dem Ganzen. Wir haben das ja eh noch nicht live geübt, deswegen tun wir es uns jetzt halt auch einfach mal an. Also ich empfehle immer, dass man das Verfahren konsequent anwendet und dabei sich entlang der Diagonalen bewegt, dabei die jeweilige Zeile als Arbeitszeile benutzt und zwar mit dem Ziel, in der jeweiligen Spalte außerhalb der Diagonalen zu eliminieren. Das ist eigentlich so kurz gesagt das, was man macht. Und die 1 als Werkzeug ist immer besonders angenehm. Man braucht also hier zum Beispiel nur jetzt das Zweifache der Arbeitszeile. Ich mache das immer mit römischen Zahlen. Ich könnte es auch so machen, mit eingekreist, aber ich mache es lieber so. Also das ist meine Symbolik, dass ich jetzt sage, ich muss hier das Zweifache der Arbeitszeile abziehen, um zu eliminieren. Und hier muss ich das Einfache, also schlichtweg einfach die erste Zeile abziehen, um die 1 zu eliminieren. Was ich da will, ist natürlich, ich will, dass meine unbekannten x1, 2, 3 jetzt nach und nach aus den Gleichungen verschwinden, sodass am Ende nur noch eine Unbekannte pro Zeile übrig bleibt. Wir wissen jetzt schon, dass dieses Verfahren bis zur Endform führen wird und muss, weil es nämlich im Endeffekt schon gezeigt ist, dass diese Koeffizientenmatrix-Determinante ungleich 0 ist. Anders gesagt, das war in der heutigen Vorlesung noch dran, es ist so, dass diese Matrix ist regulär und nochmal anders gesagt heißt, sie ist auch invertierbar. Das heißt, sie besitzt eine inverse Matrix und die ist im Endeffekt im Hintergrund zuständig dafür, die eindeutige Lösung des Gleichungssystems zu finden. Jetzt gehen wir einfach voran. Woran stellen wir fest, dass sie regulär ist?
Ja, regulär ist einfach ein Fachbegriff und der sagt einfach nur aus. Also im Grunde ist es, ich schreibe es mal hin, Matrix A ist, ist klar, das haben Sie jetzt heute wahrscheinlich nicht mitbekommen, weil Sie nicht dabei waren, ist regulär. Das ist einfach nur ein Fachbegriff dafür, dass äquivalent dazu die Determinante von A ungleich 0 ist. Ach Ist nichts so. anderes. Okay. Und nochmal äquivalent ist dazu, dass die inverse Matrix A hoch minus 1 existiert. Also machen wir es lieber so. Es existiert, kennen Sie ja diesen Existenzquantor, ne, vom ersten Semester. Es existiert A hoch minus 1. Ist nicht so leicht, glaube ich, wenn man das nicht so gewohnt ist. Das Gegenstück ist singulär. Haben Sie ja sicher oft schon gehört, Singularität, auch im Kosmos, ja, also es sind immer so Dinge, wo man eine Division durch Null hat oder irgendwas Unberechenbares. Und das entspricht dann Determinante gleich Null. Und damit ist es dann die Nicht-Existenz. Ne? Also da gibt es einfach keine inverse Matrix. Einfach deshalb, weil das zugehörige Gleichungssystem auch keine eindeutige Lösung hat. Sie können das noch besser verstehen, wenn Sie irgendwann mal, wenn wir mehr uns beschäftigen mit der Verwendung von Matrizen, angewendet auf Vektoren. Weil Matrizen sind ja hauptsächlich dazu gedacht, einen Vektorraum abzubilden. Und wenn diese Abbildung nicht umkehrbar ist, dann haben wir das Phänomen, ne, dass also die inverse Matrix nicht existiert. Das entspricht sowas wie einer Umkehrabbildung. Es gibt eine ganz starke Analogie zum Thema Funktion und Umkehrfunktion. Das ist nur vielleicht, weil es eine andere Welt ist, hier nicht so leicht erkennbar. Ne? Also jetzt machen wir das, das halte ich mal hier so fest nebenbei. Und jetzt, wollte ich nicht, jetzt gehe ich einfach in dem Verfahren voran und führe das durch. Sie helfen mir, also Sie helfen mir besonders, wenn Sie jetzt einfach aufpassen und gucken, ob ich einen Fehler mache. Ich möchte es einigermaßen schnell durchführen. Die erste Zeile wird zweifach von der zweiten abgezogen. Das heißt schon mal, ich schreibe schon mal die erste Zeile unverändert hin, weil das ist ja die Arbeitszeile. Die lasse ich, wie sie ist. Und jetzt bin ich hier und sage 2 minus 2 mal die 1, das gibt meine 0, Elimination, wie ich es haben wollte. 1 minus 2 mal die 2 ist 1 minus 4, ist dann minus 3. Und die 1 minus 2 mal die 0, das bleibt eine 1. Und hier steht aber jetzt B2 minus 2 mal B1. Das heißt, das muss ich so hinschreiben, weil ich ja nun mal einfach nicht weiß, welche B-Werte ich da habe, muss ich das allgemein hinschreiben. B2 minus 2 mal B1. Und weiter in der dritten Zeile, wie gesagt, einfach die Arbeitszeile abziehen. 1 minus 1 ist 0, 0 minus 2 ist minus 2 und 2 minus 0 ist 2, B3 minus B1 kommt dann hier hin. Man sieht jetzt, wie also quasi wie durch eine Kombination der B-Werte letztlich die Koordinaten des B-Vektors ausgedrückt in Basis A nach und nach entstehen. Jetzt können wir auf der Diagonalen weitergehen. Im Grunde ist es jetzt mehr oder weniger eine Übung schon zum Lösen von Gleichungssystemen. Und ehrlich gesagt, es könnte durchaus sein, dass, weil das ja eine sehr frühzeitige Übungsaufgabe ist, die ursprüngliche Idee war wohl, dass man einfach diese Form angibt und damit zeigt, dass man es verstanden hat. Aber gut, also ich glaube, das Ganze läuft, in irgendeiner Form läuft es darauf hinaus, dass wir die inverse Matrix von A bilden und die dann auf den Vektor B anwenden. Das muss es im Endeffekt sein. Aber jetzt nutzen wir einfach die Chance, das Ganze als Übung zum Gauß-Jordan-Verfahren. Ist jetzt nicht ganz so schön, weil hier muss ich jetzt über Kreuz multiplizieren. Das heißt, um jetzt hier die Null, ich hoffe, es haben sich alle schon damit angefreundet. In der Schule hat man immer nur unterhalb der Diagonalen eliminiert, in Gleichungsform. Wir machen das in Matrixform. Da hat man die sogenannte, das wird Ihnen was sagen, die Zeilenstufenform hat man hergestellt. Ne? Und was wir machen, ist quasi, wir stellen die Diagonalform her. Das heißt, wir eliminieren auch oberhalb der Diagonalen.
Und deswegen werde ich auch jetzt hier in dieser Zeile meine Arbeitszeile Nummer 2 überlagern. Und indem ich sage, hier werde ich jetzt Folgendes machen. Ich werde die Zeile mal 3 nehmen und dann werde ich das Zweifache der Arbeitszeile römisch 2 addieren. Warum mache ich das so? Weil 2 und 3 sind ja teilerfremd. Und damit ich hier eine 0 bekomme, 2 mal 3 ist 6, dann plus 2 mal die minus 3 ist dann 6 minus 6 ist 0. Das ist so der Trick, dass man quasi über Kreuz multipliziert. Ja, das heißt, die Zielzeile wird mit der Fremdzahl multipliziert und dann wird die Arbeitszeile mal mit dem mit der fremden Zahl multipliziert. Also das ist einfach so, dass man über Kreuz theoretisch multipliziert. Und ganz ähnlich mache ich es dann hier, indem ich sage, hier muss ich die Zeile auch mal 3 nehmen, dann allerdings das Zweifache von Zeile 2 abziehen. Wenn Sie es anders gewohnt sind, das Ganze zu notieren, können Sie gerne machen. Hauptsache, Sie können es hier nachvollziehen, wie ich das mache. Ich gehe also in die erste Zeile und sage 1 mal 3 ist 3 plus 2 mal die 0, die da drunter steht. Das bleibt dann bei 3. Ich habe also quasi diese Zeile schon mal vormultipliziert, aber mehr ist auch nicht passiert, weil die Eliminationsnullen, die ich schon hatte, die sind halt da und die bleiben auch erhalten. Dann weiter 2 mal 3 ist 6 plus 2 mal die minus 3, das ist meine 0, die wollte ich so haben, Elimination. Und diese 0, aufgepasst, mal 3 bleibt 0, aber plus 2 mal die 1, diese 0 verliere ich quasi wieder. Aber die war auch eigentlich gar nicht geplant. Also die stand zwar von Anfang an da, aber die geht halt jetzt mal verloren. Also 0 mal 3 plus 2 mal 1, das macht dann 2, wenn ich das richtig sehe. Und dann die Arbeitszeile bleibt natürlich unverändert. Da steht auch immer noch B2 minus 2 mal B1. Hier muss ich allerdings noch weitermachen. B1 mal 3 plus 2 mal das. Das wird dann ein bisschen länglich. Aber schauen Sie, ich schreibe jetzt erstmal kurz so hin. 3 mal B1 ist das hier, plus 2 mal dieser ganze Term, zweite Zeile, ne? Das heißt, ich kriege plus 2 mal B2 und dann aber noch plus 2 mal minus 2 B1, das heißt, ich kriege noch minus 4 mal B1. Und jetzt kann ich diese beiden Terme natürlich noch schön zusammenfassen. Es gibt insgesamt minus 1 B1. Das heißt, ich kann das Ganze hier ersetzen durch vorne minus B1. So müsste es sein. Nachher könnte ich das eh noch schön sortieren. Ganz zum Schluss, ne, so in der Reihenfolge 1, 2, 3 vielleicht. Und hier unten geht es weiter. 0, da muss man sagen, eine Elimination, die ich also schon hatte, sollte auch erhalten bleiben, da brauche ich nicht lange überlegen. 0 mal 3 minus 2 mal 0, also es bleibt 0. Minus 2 mal 3 ist minus 6. Minus 2 mal die minus 3 ist dann also plus 6, das war auch gewollt, nämlich 0. Und auch schon, hier haben wir schon wieder eliminiert. 2 mal 3 ist 6, minus 2 mal die 1, 6 minus 2 ist 4. Und dann noch drüben die Terme, leider ein bisschen umständlicher. Hier den Strich etwas verlängern und gerade ziehen. So. Ja. Und jetzt gehe ich schreibe es erstmal wieder umständlich hin. Dreimal dieser Term, das heißt 3b3 minus 3b1. Dann minus 2 mal, jetzt wieder der Term da oben. Das heißt, ich muss noch schreiben minus 2b2 und dann auch noch minus 2 mal minus 2b1, also plus 4b1. Wenn ich jetzt wieder zusammenfasse, dann sehe ich, dass diese beiden, das ist ganz ähnlich wie oben, jetzt aber diesmal insgesamt plus 1b1 ergeben. Wenn ich mir das kurz merke, plus b1, dann, das mache ich so, egal wie, das sollte heißen plus 2b2, ne?
Und dann müsste da noch stehen plus B1. Sind aber leider immer noch nicht fertig und müssen jetzt mit Hilfe von dieser 4 hier auch noch die anderen beiden eliminieren. Wissen Sie, was ich jetzt gerade mal mache? Ich springe jetzt mal ganz kurz in der Aufgabensammlung zu den Ergebnissen, damit ich sehe, ob wir das auch wirklich im Sinne, im ursprünglich gedachten Sinne jetzt gerade lösen. Mir kommt es etwas aufwendig vor, aber sehen Sie, es ist tatsächlich so. Hier steht im Endeffekt, stehen da solche Terme von B und wir sind eigentlich genau gerade auf dem Weg dahin. Also von dem her machen wir schon alles richtig. Gut. 157. Ja. Ich hätte mir fast jetzt gewünscht, dass es etwas schneller geht, aber hilft nichts. Und zwar geht es weiter, indem wir sagen, hier, da ist es jetzt ein bisschen einfacher, wir müssen einfach diese Zeile mal 2 nehmen und dann die Arbeitszeile abziehen. Die Arbeitszeile ist jetzt die Nummer 3. Nur dann kriege ich die 0 hier hin, ne? Weil 2 mal 2 ist 4 und 4 minus 4 ist 0. Entsprechend muss ich hier diese Zeile mal 4 nehmen und dann die Arbeitszeile abziehen. Versuchen Sie mal, Ihre gewohnte Methode mit meiner abzugleichen. Ich weiß, dass es da gewisse Unterschiede gibt. Es ist mir auch recht, also es ist recht und billig, wenn Sie das so ein Gleichungssystem auf Ihre Art lösen, aber Sie müssen schon auch prüfungstechnisch es schaffen, die vollständige Elimination nach Gauss-Jordan zu machen. Ne? Also, und das haben wir, wie gesagt, in dem sehr ausführlichen Tutorial für Aufgabe 161 können Sie das in Ruhe nachvollziehen, auch nochmal. So, jetzt legen wir da nochmal los. Und dann haben wir, ich habe so den Eindruck, dass ich heute der Einzige bin, der hier was vorrechnet, aber das liegt natürlich an mir. Jetzt haben wir also da oben 3 mal 2 ist 6, minus die 0, das wird eine 6. Dann haben wir 0 mal 2 bleibt 0, minus 3 mal 0, das ist klar, minus 0 meinte ich. Habe ich jetzt richtig? Ja. Also das heißt, auch diese bereits vorhandene 0 bleibt uns erhalten, das ist wichtig. Und die 2 mal 2 ist 4, minus jetzt die 4, das ist die 0, die ich gerade erzeugen wollte. Jetzt sind wir hier vollständig. In der ersten Zeile haben wir alles eliminiert, außer natürlich x1. Und müssen bitte noch auf der rechten Seite dieses mal 2 nehmen, minus 2b1. Plus 4 mal B2 und dann römisch 3 abziehen. Das heißt, abzuziehen ist jetzt insgesamt minus 3B3 plus, ja, minus mal minus gibt plus, also plus 2B2 und dann noch minus B1. Wenn ich jetzt wieder einkreise, B1, B1, dann habe ich hier aber noch B2, B2. Also wenn ich es jetzt bereinigen würde, und jetzt kann ich auch mal schön sortieren. Ich habe insgesamt, ich schreibe es hier nebenhin, ich habe insgesamt minus 3 mal B1. Jederzeit beschweren, wenn Sie einen Fehler bei mir jetzt bemerken. Ich habe den Kommentar zufällig gerade gesehen. Nochmal erklären, regulär, singulär. Ich versuche es. Es ist im Grunde, es sind einfach nur Begriffe. Ja, und ich glaube, es wird Ihnen, nee, ich weiß es. Sie schauen sich die Vorlesung Nummer 2 an, sobald ich die online stelle, das ist sehr bald. Und Sie warten etwas ab, und zwar nämlich bis nächsten Mittwoch in der Anschlussvorlesung. Wir werden die ganze Zeit, wird das Thema sein, wie berechnet man die inverse Matrix? Und dabei geht es einfach darum, wenn die existiert, dann ist die Abbildung umkehrbar und nichts weiter als das heißt regulär. Die Matrix ist regulär. Im Grunde kann man es so sagen, wie eine Funktion, die umkehrbar ist. Bei der Funktion haben wir gesagt, die muss bijektiv sein, damit ihre Umkehrfunktion existiert. Und bei der Matrix sagt man, die Matrix muss regulär sein, damit ihre Umkehrmatrix existiert. Das ist im Grunde einfach nur ein Begriff. Und wenn die Umkehrfunktion nicht existiert, dann ist die Matrix singulär, das heißt so viel wie eine Funktion
die also praktisch mehrere verschiedene x-Werte in denselben y-Wert umrechnet. Hier in dem Fall eine Matrix, die mehrere verschiedene Ortsvektoren in denselben Bildvektor verwandelt. Und das hat zur Folge, dass man diesen Bildvektor nicht eindeutig in seinen Originalvektor zurückrechnen kann. Das habe ich heute in der Vorlesung auch ein bisschen genauer ausgeführt und da können Sie es bitte dann auch nochmal demnächst nochmal bei mir nachschauen. Also quasi über Moodle auf YouTube. Okay, also jetzt minus 3b1. Okay, hat passt. Dann habe ich da plus 6 mal b2. Und dann bleibt minus 3b2. Es ist, kann, minus 3b3, es kann jederzeit sein, dass ich was übersehe. Aber ich glaube, ich hab's. Dann schieben wir das dahin. Und weiter. Zweite Zeile. 0 mal 4, nur zur Kontrolle, minus 0 bleibt 0. Minus 3 mal 4 ist minus 12. Minus die 0, das ist dann hier eben minus 12. Und dann kommt 1 mal 4 ist 4 minus die 4, das wollten wir, das wird eine 0. So passt soweit alles. Jetzt haben wir nämlich alles eliminiert, was es zu eliminieren gibt. Und dann aber noch 4 mal dieses, jetzt schreibe ich es wieder hin, 4 mal B2. Jetzt wird es hässlich hier. Minus 8 mal B1. Und dann minus wiederum minus 3B3. Plus 2b2, weil ich das abziehe, ne? Und dann noch minus b1 und dann zusammengefasst, ich kreise es wieder ein, b1 hier, b1 hier und da haben wir b2, b2. Dann bleibt da, ich glaube, minus 9. Jetzt habe ich so langsam das Gefühl, das, was nicht stimmt, vor allem kann man das ja kaum noch lesen, was ich da schreibe. Kennen Sie das, wenn Sie Ihre eigene Schrift nicht mehr lesen können? Ja. Also plus 6 B2, glaube ich, und dann minus 3 B3. Weg damit. Ist wirklich nicht schön, aber hoffentlich richtig. Und dann die dritte Zeile bleiben. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass wir müssen hier noch auf der linken Seite die Einheitsmatrix herstellen. Jetzt kann ich es noch schön sortieren. Dann steht vorne B1, dritte Zeile, dann minus 2B2 und dann noch plus 3B3. Und da macht man jetzt einfach Folgendes, nachdem wir schon, das ist sehr schön, dass wir die Diagonalform bereits quasi vorliegen haben. Sie sehen nur noch auf der Diagonalen sind die Zahlen ungleich 0. Damit ist das Gleichungssystem fast gelöst. Jetzt darf man die Zeilen einfach noch durch die Zahlen teilen, die dann jeweils auf der Diagonalen stehen. Hier durch minus 12 und hier noch durch 4. Und jetzt haben wir hoffentlich Glück, dass sich da einiges wegkürzt. Links steht dann auf jeden Fall die Einheitsmatrix. Wenn Sie das auslesen nachher, dann sehen Sie schön, dass da einfach stehen bleibt, erste Zeile x1, zweite Zeile x2, dritte Zeile x3. Das heißt, das, was auf der rechten Seite nachher steht, neben dem senkrechten Strich, das ist dann einfach die Lösung des Gleichungssystems. Das ist eigentlich das Tolle an der Methode, dass man gar nichts mehr nachher machen muss. Ja, und man kann tatsächlich schön kürzen. Machen wir das mal im Kopf. Nämlich minus 3, es ist halt alles durch 6, ne? Dann habe ich hier minus 3 Sechstel, gekürzt ist es ja minus ein halb. Ne? Das heißt, ich kriege hier minus ein halb, das ist doch wieder ein bisschen eng. Moment, ich weiß gar nicht, warum ich immer so viel Platz verschwende. Minus ein halb B1. Hier, 6 Sechstel ist natürlich 1, also dann plus B2 und dann noch ja, minus 3 Sechstel, also nochmal minus 1 halb B3. Ich habe zwar vorhin die Lösung, haben wir ja schon kurz gesehen, aber ich habe sie schon wieder vergessen. Außerdem kann ich am Rand immer noch schlecht schreiben. Noch weiter rüber. Minus 1 Drittel B3. Minus 1 halb B3 natürlich. Okay, dann
Okay, also muss auch aufpassen, durch minus 12 heißt minus 9 durch minus 12 wird positiv, 9 Zwölftel gekürzt durch 3 ist ja natürlich dann 3 Viertel. Ja, dann habe ich hier 3 Viertel. B1, 6 Zwölftel wäre natürlich ein halb negativ. Fehler gemacht. Ich habe nur gerade eine Stimme gehört. Minus 3 Viertel, oder? Oh, nee, weil hier minus 9 durch Nicht? minus 12. Ich glaube, es Ach stimmt. so, okay, Gell? sorry. Ja, aber Sorry, jetzt ja. wird es negativ. Jetzt ist minus ein halb B2. Und dann eben noch, jetzt wieder positiv, minus 3 durch minus 12 macht dann plus ein Viertel B3. Und letzte Zeile, durch 4 gekürzt, ein Viertel B1. Minus 2 Viertel heißt dann minus ein halb B2. Ist natürlich einfach nur mühsam. Plus 3 Viertel B3. Und das wäre jetzt die große Frage, ob das stimmt. Ich hab's auch raus. Super, und wir haben die Musterlösung. Ich habe sie, wie gesagt, vorhin nicht so genau beachtet. 157. Da. Können Sie es nochmal, weil für Sie ist es vielleicht gerade einfacher, wenn Sie es jetzt mit Ihrer Lösung vergleichen. Gut so. Ja. Stimmt alles. Perfekt. Wahnsinn. Also kaum zu fassen. Bei so vielen Schritten, dass wir das geschafft haben ohne Fehler. Okay. Ja, so besonders lehrreich war es jetzt auch nicht, gell? Aber naja, immerhin. Man muss es halt tatsächlich auch mal von Hand machen und nur dann übt sich das ein. Und Erkenntnis ist, aber wissen Sie, das ist eigentlich das Faszinierende. Das darf ich Ihnen jetzt einfach mal verraten. Und dann ist es echt eine Chance, dass wir jetzt nochmal was Neues gelernt haben. Ich sage nebenbei, also Anmerkung, daraus folgt, dass die inverse Matrix von A lautet, wenn Sie jetzt raten müssten, würden Sie wahrscheinlich drauf kommen, genau diese vier Faktoren, die jetzt da im Ergebnis stehen. Minus ein halb, eins, minus ein halb und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt eben gerade das Gauß-Jordan-Verfahren benutzt, um als Nebenprodukt die inverse Matrix von A zu bilden. Und die braucht man zu ganz anderen Zwecken dringendst, ne? Also im Zusammenhang mit Abbildungseigenschaften ja, um die Abbildung der Matrix A rückgängig zu machen. Diese ganzen geometrischen Aspekte von Matrizen und Vektoren, die sind ja jetzt hier momentan, die stehen hier jetzt nicht so im Vordergrund. Aber die laufen quasi im Hintergrund immer mit. Ne? Also tatsächlich ist das im Endeffekt sogar die inverse Matrix von A. Was das im Klartext heißt, und das gebe ich Ihnen jetzt als kleine Übungsaufgabe mit, zur Kontrolle müsste gelten, dass das Produkt von A mal A hoch minus 1 gleich E sein muss. Denn das ist die heute in der Vorlesung Nummer 2 benutzte sehr schöne Definition der inversen Matrix. Sie ist so definiert, dass sie durch Multiplikation mit Matrix A quasi die Wirkung der Matrix A aufhebt. Ja, so dass das Produkt von den beiden die neutrale Einheitsmatrix ergibt. Und da mache ich jetzt einfach ein Fragezeichen hin, weil das müsste man mühsam natürlich jetzt durchführen. Zeile 1 von A mal Spalte 1 von A auch minus 1 etc., ne? Aber machen wir uns den Spaß und testen es bei der ersten. Also ich kann es ja durchaus mal hinschreiben. Und ehrlich gesagt, das ist alles übungswürdig, also können wir es eigentlich auch mal machen. Ich hab sowieso kaum Lust, jetzt noch eine neue Aufgabe anzufangen. Jetzt bleiben wir dabei. Schreiben wir uns die Matrix A nochmal hin. Die hat gelautet, damit haben wir eigentlich jetzt eine Einstiegsaufgabe, die das gesamte Thema abgrast. Fällt mir jetzt gerade auf. Das war ursprünglich nur als Einführung zu Vektoren gedacht. Also 1, 2, 0, 2, 1, 1, 1, oder merken wir es uns nochmal so, 1, 2, 1, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 0, 0, 1, 2. Und die jetzt multiplizieren mit der da. Minus 1 halb, 1, minus ein halb, drei Viertel, minus ein halb, plus ein Viertel. Jetzt habe ich wieder, ja, okay, klar, ich brauche mehr Platz. Ein Viertel,
minus 1/2 plus 3/4. Ach, plus, das Plus kann ich mir ja ehrlich gesagt hier sparen, gell? So. 3/4. Dann so. Und meinetwegen ziehe ich die so ein bisschen noch runter. Dann schaut es schöner aus. Und ganz zum Schluss hätte ich Ihnen nämlich gern noch erklärt, warum das eigentlich jetzt so ist. Also was da allgemein dahinter steckt. Ich hoffe, dass es nachher stimmt, gell? Sonst war alles umsonst. Also ganz allgemein gilt, wenn ein Gleichungssystem in Matrix-Vektorform dasteht, in der Kurzschreibweise heißt es dann A mal Vektor X gleich Vektor B. Ne? Das ist die Kompaktschreibweise für ein beliebiges lineares Gleichungssystem. Wir wissen ja, dass man die Koeffizientenmatrix dann mit dem Vektor der Unbekannten ausmultipliziert und dann blendet man dadurch quasi die Unbekannten wieder ein. Und um dieses Gleichungssystem, wenn es eindeutig lösbar ist, zu lösen, dann folgt direkt, dass der Lösungsvektor, also sprich sämtliche Unbekannten dann in gelöster Form, einfach ist, dass man die inverse Matrix von A erstmal bildet und dann anwendet auf den Spaltenvektor B. Und wir sehen ja, dass wir hier nichts anderes getan haben, als diese B1, 2, 3 Werte anscheinend mit einer entsprechenden Matrix zu multiplizieren. Und das war für mich der Anlass zu sagen, Moment, diese Koeffizienten hier rechts, das müssen die Elemente der inversen Matrix sein. Na, weil ich im Hintergrund halt praktisch diesen Zusammenhang kannte und dann fiel mir ein, ach, das ist ja ziemlich sicher die Inverse jetzt von A. Und das wollen wir ja jetzt nur gerade noch kurz verifizieren. Ne? Und legen wir halt so los. Sie wissen noch, wie das geht. Man nimmt also die erste Zeile der linken Matrix und multipliziert sie aus mit der ersten. Das ist immer ein bisschen blöd. Das schaut aus wie so ein Minuszeichen. Ich mache es mal anders. Ich streiche es jetzt einfach mal vorsichtig so durch. Ne? Und die ist zu multiplizieren mit der Spalte. Ich darf das mal so durchstreichen. Also ich hoffe, es ist klar, dass ich es nicht wegstreichen möchte. Und jetzt machen wir das und bekommen 1 mal minus 1/2 plus 2 mal 3/4. Da habe ich soweit minus 1/2 plus 3/2 gekürzt. Ne? Das macht dann positiv 1 und dann habe ich die 1. Ne? Weil dann kommt noch plus 0 mal irgendwas. Und dann steht da die 1, da bin ich schon mal froh. Die muss nämlich auf der Diagonalen stehen, überall. Dann weiter, erste Zeile, zweite Spalte. 1 mal 1 ist 1, plus 2 mal minus 1/2, 1 minus 1 ist 0. Plus 0 mal, egal, wird 0. Erste Zeile mal dritte Spalte, minus 1/2, plus 2 mal 1/4, also plus 1/2 ist wieder 0. Plus 0 mal irgendwas 0, also es schaut gut aus. Ne? Ich behaupte jetzt einfach mal, dass es so weitergeht und dass es am Ende so dasteht. Wie wir es gerne hätten, nämlich als Einheitsmatrix. Ist gleich, ja, ich habe ja eckige Klammern als Angewohnheit und damit ist da, kann der Haken dran. Und es ist tatsächlich alles so, wie wir es gesagt haben. Das war jetzt eigentlich eine Aufgabe, wo man, glaube ich, schön den Bogen spannen konnte. Gäb, tät, gläseröse. Das ist der Vorschlag. Können Sie das lesen? B, Gäb, tät, gläseröse, N55. Das ist die Handschrifterkennung von Windows. Nee, gut, ich nenne das jetzt hier einfach Gulp. Also ich werde es dann irgendwann woanders hin speichern, wenn ich es überhaupt... Na, nee. Ach, ja, wenn ich es dann speichern will. Okay. Boah. Ehrlich gesagt, also ich bin das Online-Dozieren jetzt auch noch nicht so gewohnt. Ich finde es extrem intensiv. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, ziemlich cool. Und ich glaube, Ihnen gefällt es ja auch so weit. Also vor allem das Feeling einfach. Aber ich stelle auch fest, ich kann gerne mal 5 Minuten extra Pause gebrauchen. Und jetzt haben wir die Aufgabe durch. Jetzt haben wir uns ans Üben soweit gewöhnt. Die nächste Challenge wird dann sein, das werden wir hinkriegen. Ach, das können wir jetzt gerade mal testen. Das ist die Gelegenheit, dass dann jemand von Ihnen einfach hier mitten im Meeting was vorrechnet. Jetzt gibt es also zwei.
Ja, und zwar würde ich gern zwei Methoden testen. Also ist jetzt bitte nicht, dass jetzt jemand denkt, oh, ich muss jetzt mein Testat versemmeln. Nein, sondern einfach nur, ich brauche jetzt nur jemand, der, genau, da haben wir den Michael, genehmigen. Michael hat, ich weiß nicht, wie sie das machen, aber man kann wohl beantragen, den Bildschirm zu kommentieren. Laura auch. Jetzt lasse ich mal einfach zwei Leute ran und sie schreiben jetzt einfach lustig drauf los, zack. Ich finde, okay, und dann muss man es vielleicht irgendwie schaffen, die Schrift, also so, wie sagt man, die Linienstärke, die sollte eher so sein wie gerade von, ich weiß nicht, wer da schreibt. Hey, jetzt müsste ich eigentlich noch wissen, wer schreibt denn was. Aber also das, was man jetzt in grün hier sieht und violett, das wäre jetzt so lesbar. Und ich hatte gestern das gleiche Problem, wenn ich jetzt hier schreibe, dann bei mir kriege ich da so eine fette Linie und ich weiß nicht, warum. Ich weiß auch nicht, wie man das umstellen kann. Ah, Stiftwerkzeug, Bleistift-Tool. Ja, genau. Das war's schon. Okay, aber komisch, mein Bleistift ist noch dünner. Warum ist Ihrer so? Ah, das hängt wahrscheinlich dann mit dem Gerät zusammen. Darf ich mal fragen, wer jetzt gerade am Schreiben ist? Sind das alles Tablet-User? Also ich habe kein Tablet, aber ich steuere nichts. Okay, okay. Ich habe ein Tablet. Ich habe ein iPad, ja. Gibt es irgendjemanden, der ohne Tablet jetzt gerade geschrieben hat? Nee. Haben Sie jetzt mit dem Finger geschrieben? Nee, gar nicht. Also gar nicht, ja, okay. Die Steuerung oder Kommentieren erbitten. Ah, okay, so geht es. Aha, gut. Dann sollte man das vielleicht für alle kommunizieren. Und wenn das, also das ist eigentlich schon mal eine prima Methode, der Nachteil ist, dass alles, was Sie jetzt dann schreiben hier, also nur auf dem Bildschirm erscheint und nicht in meiner Datei gespeichert wird. Schöner wäre es, wenn ich das nachher halt quasi mit abspeichern könnte. Und aber das wird vermutlich ohnehin schwierig. Dann müsste ich das WebEx Support nehmen, dann könnten Sie meinen kompletten Rechner steuern. Das wird Ihnen bestimmt Spaß machen, aber das wird mir ehrlich gesagt, ja, das so geht's auch nicht. Fernkontrolle anfragen. Da! Johannes fordert die Fernkontrolle. Wow, da muss ich aber echt aufpassen, was da oben steht. Das ist ja krass. Wie geht denn das? Nee, okay, sorry. Abschlussarbeiten ist interessant. Sorry, Johannes, muss ich ablehnen. Ja. Nee, klar. Aber jetzt, wenn ich jetzt einfach auf X hier klicke, ganz unscheinbar, zack, ist das alles weg, was Sie kommentiert haben. Und was es noch gibt, das ist dieser coole, das Ding heißt Whiteboard. Also das Whiteboard ist halt einfach eine weiße Fläche, da können sowieso alle wild drauf losschreiben. Das finde ich gerade momentan nicht mehr. Das habe ich vergeblich wieder gesucht zu finden. Wenn irgendjemand weiß, wie man das Whiteboard einblendet, dann lasse ich Hanna jetzt auch nochmal schreiben. Dann bitte mir das sagen. Und jetzt ist also tatsächlich die Zeit fast um und ich freue mich, dass wir dann soweit technisch gerüstet sind, fürs nächste Mal dann richtig zu üben gemeinsam. Gut, was ist heute noch? Was steht an? Also bei mir halt nochmal gleich im Anschluss im Prinzip nochmal das Gleiche bei den anderen Leuten. Und wir sehen, oh ja, auch schön. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich, wo bin ich denn jetzt? Ich komme ganz durcheinander. Ich bin jetzt bei EB, ne? Also EIT. Genau. Und wer Lust hat, das haben wir ja jetzt eigentlich schon so halb besprochen mit dem Bernhard Klawina, am kommenden Dienstag geht es also los, offiziell bei mir ab, Uhrzeit habe ich nicht im Kopf, jeden Dienstag Übung at E-Technik 2, Blatt 1. Vorgerechnet. Und alle, die Zeit haben, sind herzlich eingeladen. Schön. Schönes Bildchen hier. Und zwar, ich glaube, ich bilde mal ein, um 11.35 Uhr am Dienstag. Ja, das ist so. Da geht es also los. Und wer Lust hat und wer Zeit hat, vor allem, ich hoffe, dass alle Zeit haben. Wenn nicht, ist blöd, weil ich noch nicht so richtig weiß, wie der Klawina dann eigentlich die Übungen machen will. Gut, lassen wir es dabei für heute. Vielen Dank fürs Mitmachen und fürs Helfen. Bis demnächst. Vielen Dank. Danke. Herr Hausinger, ich habe noch eine Frage. Ja, ich mache nur den Rekorder schon mal auf aus, ja?